Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mittwochsvideo hier bei Etwas Martin. Ihr wisst, diese Mittwochsvideos sind immer ein bisschen legerer, es sind immer One-Takes. Ich sitze hier, rede mit euch ein bisschen über Gott und die Welt, falls das nicht euer Ding ist, falls ihr lieber auf die etwas geplanteren, strukturierteren, großen Themenvideos steht. Die kommen trotzdem. Das hier ist einfach immer, ja, nur so ein bisschen zwischendurch, mal hin und wieder. Auch mittlerweile gar nicht mehr so regelmäßig, habe ich festgestellt, aber ich habe mir vorgenommen, ich mache Videos, wann und wie ich möchte und wie ich auch das Gefühl habe, dass ich euch etwas zu erzählen habe. Und ja, ich habe euch etwas zu erzählen und lustigerweise geht es auch um Videos. Ich trinke dabei kurz ein Tässchen Kaffee. Ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wann und wie ich Videos machen möchte. Denn natürlich ist der Grundsatz gut, dass ich sage, ich mache Videos nur dann, wann ich grundsätzlich Lust darauf habe und wenn ich auch das Gefühl habe, dass ich euch etwas zu erzählen habe. Dieser Grundsatz ist schön und gut, nur ich bin ein Mensch, mir hilft Struktur, mir hilft Planbarkeit, mir hilft ein Rhythmus. Das liegt unter anderem auch an der Depression, das liegt auch an der Angststörung, und an meinem, ich glaube, an meinem grundsätzlichen Wesen, dass ich gerne ein Chaot bin, ein ordnungsliebender Chaot, wenn man das so sagen kann. Und da hilft mir einfach, ja, wirklich diese Struktur, diese Planbarkeit in gewissen Dingen. Und ich glaube, das wird auch langfristig wieder hier bei den Videos so sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass wieder jeden Sonntag und Mittwoch ein Video kommen wird. Vielleicht wird es einfach der Rhythmus, dass es, wenn ein Video kommt, dann wird es sonntags oder so. Das weiß ich nicht. Die letzten Videos waren wieder sonntags. Ich weiß es nicht. Die Frage, die ich mich auch gerade stelle, ist, die ich mich. Wow. Die ich mir gerade stelle, ist mal wieder ein Vlog. Ich habe das Gefühl, dass im Moment nicht so wahnsinnig viel Spektakuläres hier passiert. Ich arbeite aktuell doch wieder relativ viel von zu Hause aus, gerade auch bei der Hitze. Was daran liegt, dass mein Büro aktuell im sechsten Stock ist, in der obersten Etage, mit Glasfront ohne Klimaanlage. Und da ist auch alleine schon bei so 25 Grad wird es da sehr, sehr muckelig. Und ja, von daher bin ich im Moment wieder relativ viel zu Hause. Das ist auch okay, das stört mich gar nicht so. Nur deswegen passiert halt einfach relativ wenig. Und dann bin ich nach der Arbeit meistens, weiß ich nicht, gehe ich ein Ründchen spazieren, arbeite an Videos und das war dann so mein Tag. Das ist auch schön. Also das ist jetzt keine Beschwerde. Aber trotzdem hätte ich, glaube ich, mal wieder Bock auf Vloggen oder auch nicht. Das ist nämlich die große Frage. Wenn ich mich auch hinsetze und bedenke, ja gut, ich mache Videos, wenn ich Lust habe, dann ist immer die Frage, habe ich Lust auf Videos machen? Hätte ich zum Beispiel Lust auf Vlogs machen? Oder ist es so ein bisschen Nostalgie, die damit schwingt? So diese Erinnerung an eine Zeit, wo ich das getan habe, wo ich gevloggt habe, wo es mir aber auch besser ging. Wisst ihr, was ich meine? Möchte ich quasi wirklich die Sache tun oder möchte ich mich wieder in diese Situation hineinversetzen, wo es mir besser ging? Ich weiß nämlich, dass ich diesen Fehler in der Vergangenheit bereits gemacht habe. Das war zum Beispiel Anfang des Jahres so, als ich hier wieder neu durchstarten wollte und das auch, ja, und jetzt wird alles wieder besser und größer und schneller und weiter und was weiß ich nicht was. Das war gewollt, weil es mir nicht gut ging. Das war das Problem und ich wollte mich krampfhaft wieder emotional in eine Situation bringen, wo es mir besser ging. Und das habe ich dann über die Nostalgieschiene versucht zu lösen. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Und davor, ich will nicht sagen, dass ich davor Angst habe, aber das erfüllt mich so mit so ein bisschen Sorge, wenn ich mir jetzt überlege, habe ich wieder Lust auf Vloggen oder nicht. Das wird eine Frage, die werde ich früher oder später auch beantworten können. Also ich muss mir da wirklich nur im Klaren drüber werden. Und ich denke, der Schlüssel dazu ist jetzt auch nichts übers Knie zu brechen. Ich habe da keinen Druck, sondern einfach, ja, tatsächlich in mich zu gehen und, wie ich es immer so schön nenne, die Grundberührung zu mir wiederherzustellen. Und das auch in dieser relativ kleinen Sache, in dieser relativ einfachen Frage, wirklich komplett ehrlich mit mir selbst sein zu können. Und das erfordert Arbeit. Man hat oft eine, das habe ich im letzten Video auch so ein bisschen angedeutet, man hat oft so eine oberflächliche Ehrlichkeit zu sich selber, die aber keine echte Verbindung mit dem inneren Selbst darstellt. Und
genau daran versuche ich zu arbeiten. Und da fallen dann auch solche Sachen drüber. Vermeintliche Kleinigkeiten werden dann im Entscheidungsprozess auf einmal relativ groß. Aber das ist wichtig für mich. Es ist wichtig für mich, wieder Entscheidungen aufgrund einer echten Gefühlslage zu treffen und aufgrund einer einem echten Verständnis von mir selbst. So, das ist vielleicht besser gesagt als Gefühlslage. Ich brauche ein echtes und wahres Verständnis von mir selber, um gute Entscheidungen treffen zu können. Entscheidungen, die mir auch gut tun. Das wird nochmal ein langer Prozess. Und das gilt jetzt nicht nur für Videos. Das ist halt auch das, worauf ich auch eigentlich ein bisschen hinaus wollte. Dass das natürlich auch irgendwo kräftezehrend sein kann, wenn man feststellt, wie verzerrt die eigene Wahrnehmung, also auch die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung geworden ist wieder. Und dass man sich da erstmal wieder durch viele Schichten von falschen Bildern quälen muss, dass man quasi so wie bei einer Zwiebel sich so Schicht für Schicht durcharbeiten muss, bis man wieder bei sich selber angekommen ist. Und dann, man hat ja dieses verzerrte Selbstbild aufgebaut, weil man mit dem Kern unzufrieden war. Weil man sich selber nicht mehr gemocht hat. Und ich muss halt diese Schichten quasi abblättern und muss dann zum Kern sagen, du bist aber auch in Ordnung. Und da habe ich, glaube ich, schon sehr große Schritte jetzt gemacht in den letzten Wochen. Aber es ist halt nicht einfach. Und das bedeutet halt echt, dass auch kleine Entscheidungen mit Aufwand verbunden werden. Das ist Energieraum, das ist Energie, wo ich mich manchmal schwer tue, sie zu sammeln. Aus verschiedensten Gründen, einfach weil es ein bisschen zermürbend sein kann, aber auch jetzt zum Beispiel ganz doof aufgrund des Wetters. Also wenn es auch nachts irgendwie nicht unter 20 Grad geht und ich hier seit gut einem Monat mit so 4 bis 5 Stunden Schlaf pro Nacht auskomme, einfach weil es viel zu warm ist und wir werden ein bisschen privater. Ich eh so ein Typ bin nachts, der sich nachts so ein bisschen aufheizt. Kennt ihr diese Leute, die nachts aus irgendeinem Grund sehr viel Wärme abstrahlen? Das bin ich auch. Mir ist nachts grundsätzlich warm. Und jetzt noch. Und das ist echt zermürbend. Aber da kommen halt einfach so ein paar Dinge zusammen. Aber das ist auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach das Ganze mit einem gesunden Tempo voranzutreiben. Übrigens, schöner Kaffee. Nicht gesponsert, das ist einfach ein schöner Kaffeesack. Egal. Ja, und das sind so die Dinge, die mich im Moment so ein bisschen beschäftigen, so zwischen Tür und Angel. Und das sind ja auch hier diese Mittwochsvideos, das ist ja auch oft dazu gedacht, mal so ein bisschen die Kamera als Gesprächspartner zu nutzen, um auf so ein paar Dinge aktiver rumzudenken, die es dann vielleicht in ein größeres Video schaffen können. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen mit diesen Mittwochsvideos, von daher finde ich das eigentlich immer ganz angenehm. Ja, aber so ist es dann. Und ich versuche, meine Grundentspannung zu behalten und denke auch, dass mir das im Großen und Ganzen gut gelingt. Sie kommt und sie geht natürlich so ein bisschen, aber alles in allem funktioniert das doch recht gut. Doch, da bin ich zufrieden mit mir, was sich in mir getan hat und ja, auch mit der Ernährung, dass das jetzt wieder nicht in trockenen Tüchern ist, aber dass ich auf einem guten Weg bin. Ich werde sehr vorsichtig sein zu sagen, dass ich über dem Berg bin. Das hat beim letzten Mal nicht gut getan, dass ich das behauptet habe, von mir, auch mir selbst gegenüber vor allen Dingen. Von daher bin ich damit sehr vorsichtig. Ja, so ist das dann. Ich glaube aber, das war es tatsächlich schon für das heutige Video. Ich muss ja nicht immer alles unnötig in die Länge ziehen hier. Ich dachte nur, ich hole euch einmal kurz ab, trinke einen Tasschen Kaffee dabei und dann seid ihr auch hier wieder auf einem etwas aktuelleren Stand. Ob Sonntag ein Video kommt, ich weiß es nicht. Ob an einem anderen Tag ein Video kommt, ich weiß es nicht. Ich habe halt im Moment wieder so ein paar Dinge, an denen ich rumdenke, wie ihr merkt. Und wenn ich feststelle, dass etwas dafür reif für ein großes Video ist, dann werde ich das in ein großes Video packen. Die auch übrigens, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, die sind halt auch nicht wirklich geskriptet. Ich habe so meine Gedanken und meistens sind die dann so grob vorsortiert, aber wie oder was ich dann sage, das ergibt sich dann im Video. Also das ergibt sich dann, wenn ich die Kamera anmache. Und weiß ich nicht, für so ein 12-Minuten-Video nehme ich dann meistens so
15 Minuten auf. Ein paar Verhaspler sind halt drin, wo ich nochmal neu anfange zu sprechen. Und ein paar Pausen, wo ich dann mal 10 Sekunden drüber nachdenke, wie ich den Anschluss finde zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ansonsten rede ich da halt einfach durch. Und das tut mir auch gut. Hier ist es halt wirklich ungefiltert. Ne? Hier wird nichts rausgeschnitten. Und wenn ich jetzt niesen müsste, müsste ich niesen. Es ist halt so. So ist das Leben. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt mich hier gerne unterstützen und meine angehende YouTuber-Karriere gerne unterstützen mit zum Beispiel einer Kanalmitgliedschaft, mit einem Kaffee über Ko-fi. Hat neulich jemand Gebrauch von gemacht und vielen lieben Dank an dieser Stelle. Könnt unten über Thanks eine Aufmerksamkeit da lassen, Amazon-Wunschliste. Es ist wirklich, es freut mich immer sehr und ich nehme das nicht für selbstverständlich hin. Der hier, der hilft aber noch immer am allermeisten, genauso wie das Abo. Diese Predigt, sie ist mittlerweile so ein bisschen auswendig gelernt, aber es ist wirklich so, ihr müsst euch vorstellen, YouTube verdient sein Geld damit, indem sie Werbeanzeigen ausspielen. Und da wird man dann als Creator dran beteiligt. YouTube möchte natürlich, dass viele Werbeanzeigen ausgespielt werden. Das funktioniert bei Videos mit vielen Views. Also muss YouTube herausfinden, welches Video kann viele Views, also viele Aufrufe generieren. Das sind dann die Videos, die im Verhältnis zu ihren bisherigen Aufrufen zum Beispiel viele Daumen nach oben gekriegt haben, dafür gesorgt haben, dass Kanäle abonniert wurden. Und das sorgt dann wirklich dafür, je mehr Daumen nach oben die Videos kriegen, desto mehr Leuten wird YouTube meine Videos vorschlagen. Ganz einfacher Algorithmus. Also wie der im Detail abläuft, das weiß keiner. Großes Geheimnis. Also die bei YouTube, die wissen es aber. Großes Geheimnis, aber das ist so die grundsätzliche Mechanik. Ja, in diesem Sinne, Daumen nach oben, Abo, kommentiert auch gerne mal, an welchen Dingen ihr vielleicht gerade so rumdenkt, ob ihr Entscheidungen auch mal aufgrund von Nostalgie trefft oder vielleicht halt auch aus so semi-falschen Beweggründen, dass ihr sagt, ach, eigentlich möchte ich das gar nicht machen, ich möchte nur das Gefühl haben, was ich damit verbinde, die Erinnerung. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz fantastischen Bergfest-Mittwoch, einen tollen Tag. Glaubt an euch, seid positiv und dann wird halt alles. Und ich werde jetzt Kaffee trinken und muss dann nur dran denken, dieses Video auch für Mittwoch zu veröffentlichen. Weil es ist jetzt heute auch nicht Mittwoch, also so viel sei auch dazu gesagt. Dieses Video ist jetzt nicht auf einen Mittwoch aufgenommen. Ich hatte nur irgendwie das Bedürfnis, das mit euch zu reden und habe gedacht, komm, dann haust du es Mittwoch raus, das passt ganz gut. In diesem Sinne, genug gelabert, haut rein, Freunde.